herzlich willkommen zum Leadership Training. Ihr dürft gerne noch reinkommen und Platz nehmen. Die erste Frage, die sich bei so einem Leadership Training ja stellt, ist: Warum um alles in der Welt um 9 Uhr morgens? Ich habe keine Ahnung mehr, wie wir auf diese verrückte Idee gekommen sind, aber schön, dass ihr da seid und euch aufgemacht habt. Vielleicht war es auch einfach nur der Test, wer wirklich will. Ja, so am Samstagmorgen um 9, manche sind von Singen hierher gefahren. Ihr seid dann schon irgendwie um 8 Uhr los oder so, gell? Und wunderbar. Hi, herzlich willkommen euch auch im ICF hier, die nicht ICFler sind. Wollen wir alle melden, die keine ICFler sind. Sehr cool, hey, schön, dass ihr da seid. Ich finde es ganz, ganz cool, wenn wir als Kirchen zusammenarbeiten und irgendwie voneinander profitieren. Und auch wenn die einen was machen und die anderen daran teilnehmen irgendwie, dann macht das total viel Sinn. Und schön, dass du da bist. Und ja, weil ich schon gefragt wurde, wie das mit den Zahlen ist. Ich finde es immer ganz toll, die Leute, die gleich ihr Geld loswerden wollen. Wir machen das nachher in der Pause für alle, die nicht bei PayPal gezahlt haben, weil wir, wenn wir das jetzt um 9 machen, eskaliert das. Deswegen in der Pause dürft ihr euer ganzes Geld loswerden. Ja, ja genau. Dann ein bisschen, dass ihr wisst, wie so der Tag läuft. Der David ist jetzt wieder gegangen, aber... Da ist er. Genau, also wir werden zwei Parts heute haben und ich werde die erste Session machen. Das geht so rund 1,5 Stunden, also richtig intensiv. Dann haben wir eine schöne Pause, wo ihr das Geld loswerden könnt und einen Kaffee kriegt. Und dann rasiert der David hier nochmal 1,5 Stunden. Danach sind wir so voll und so begeistert und dann reicht's auch. Es gibt keine Handouts, weil Leiter schreiben mit. Genau. Und... deswegen, genau, gibt es keine Handouts. Wir machen das Ganze so ganz entspannt. Das heißt, es wird heute richtig viel Vortrag sein. Wir werden die nächsten Male vielleicht noch interaktiver werden. Wird ab und zu so Sachen geben, wo ihr auch reflektieren dürft oder in Gruppen und so. Aber wir sind eine entspannte kleine Runde. Das heißt, man darf auch mal, wenn was ganz schräg ist oder so, einfach mal reinrufen oder so. Wir machen das ganz entspannt. Was sage ich noch am Anfang? Was wir mit dem Leadership-Training vorhaben, ist nicht, dass wir so den ganzen Ratschluss Gottes über Leiterschaft verkünden. Ja? Sondern was wir gesagt haben, ist, wir wollen euch versuchen, die ganze Zeit zu überfordern. Weil wir ja nicht nur, also wir wollen nicht nur, wenn hier Teamleiter sitzen, sagen, okay, ich gebe dir Handwerkszeug, wie du dein Team leitest, sondern wir gehen ja davon aus, dass da mehr Potenzial ist, also reden wir auch über größere Sachen, damit es sich stretcht. Okay? Das heißt, wenn es euch zu einfach ist, dann sagt es, dann ziehen wir an. Ist das gut? Also mein Ziel heute Morgen ist, dass der David was lernt. Ja? Das wollte ich ihm schon immer mal sagen. Genau. Aber was wir nicht machen werden, ist so über jedes Thema über Leiterschaft reden, weil wir nur 3 Samstagvormittage haben. Ja? Deswegen werden wir uns einfach Dinge rauspicken, wo wir das Gefühl haben, boah, das bringt uns wirklich weiter. Und diese erste Session heute Morgen wird viel Theorie sein. Und damit war es auch die Theorie. Dann werden wir die anderen Sessions, also David heute und die anderen Samstage, brutal viel einfach, wie leite ich, wie setze ich es um. Also praktisch werden. Und zum Schluss werden wir euch 400 Bücher empfehlen, ein paar Podcasts und so weiter, wo ihr euch weiterbilden könnt. Aber das heißt, wir werden nicht alles sagen, was du sowieso in jedem Leiterschaftsbuch sowieso liest und sowieso schon weißt, damit man es auch nochmal gesagt hat. Sondern wir versuchen so ein bisschen Dinge zu setzen, die uns wirklich weiterbringen. Ist das gut? Wunderbar. Dann sind wir alle Leiter. Das heißt, wir sitzen ja nicht hier nur und lassen uns beriesen, sondern wir übernehmen Verantwortung. Und wir übernehmen jetzt am Anfang gleich mal Verantwortung, indem wir zu zweit, zu dritt zusammengehen und beten für die Zeit hier. Es ist 9 Uhr morgens, du bist gerade mit irgendeinem Kaffee hierher gekommen. Aber wir als Leiter sitzen wir nicht nur da und sagen, okay, mal gucken, was der da vorne macht, sondern wir arbeiten hier zusammen und wir wollen gemeinsam wachsen. Und jetzt beten wir kurz, machen unsere Herzen auf, beten für David und mich um Gnade zum Quatschen und euch um Gnade zum Hören. Und dann starten wir rein. Ja, ist das gut? Einfach kurz zu zweit, zu dritt zusammen, wir beten für die Zeit und dann starten wir rein. Jesus, wir danken dir, dass du der beste Leiter bist, den wir haben. Und wir möchten lernen von dir heute Morgen und wir wollen lernen, nicht nur für uns, sondern wir wollen lernen, dass dein Reich gebaut wird, dass Menschen dich kennenlernen, dass die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Und ich bete, dass das, was hier passiert, dass es wirklich einen multiplikativen Faktor haben darf in unsere Kirchen, in unsere Einflussbereiche hinein. Und wir beten, dass du verherrlicht wirst und Menschen dadurch gesegnet werden. In Jesu Namen. Amen.
So, dann sind wir ready, reinzustarten. Wie gesagt, ich werde jetzt in dem ersten Part so ein bisschen die Grundlage legen, über was wir eigentlich sprechen, wenn wir über Leiterschaft reden. Und da schon versuchen, uns ein bisschen aus Boxen rauszuholen. Und danach, David hat ganz entsetzt mein Skript gesehen, hat gesagt, er hat gar nichts so vorbereitet. Und dann habe ich gesagt, das ist eine gute Mischung. Achso, Flipchart hatte ich nicht vorbereitet. Okay. Aber ich habe gesagt, es ist eine gute Mischung. Ich glaube auch, da ergänzen wir uns ganz gut. Ich bin so der Systematiker, mein Leben findet in Boxen statt. Und David ist so der Herzensmensch, der einfach durchrasiert. Und ich glaube, es ist eine gute Mischung hier für alle, die Struktur brauchen. Ihr könnt euch an meinen 7 Punkten erfreuen. Und alle, die einfach nur Herz wollen, der David kommt nachher. Okay. Also wir fangen mal an zu fragen, warum überhaupt Leiterschaft? Und da gäbe es natürlich 1000 gute Antworten drauf. Warum brauchen wir Leiterschaft? Warum braucht es auch Leadership Training? Warum wollen wir da drin wachsen? Und warum braucht es das in der Kirche? Und es gibt ganz viele schlaue Antworten drauf, und ich gebe euch heute mal eine andere. Wir alle verbringen unser Leben hauptsächlich in irgendwelchen Organisationen. Ja? Also die meisten von uns sind in der Organisation geboren, Krankenhaus, ja. Dann kam es in Organisation Kindergarten, Organisation Schule, Organisation, was auch immer, Ausbildungsstätte, Unternehmen. Wir sind in irgendwelchen Sportvereinen, wir sind in irgendwelchen Kirchen und so weiter. Das sind alles irgendwie Organisationen. Die westliche Welt hat sich die letzten 200 Jahre so über Organisationen funktionieren wir. Das heißt, wir alle leiten wahrscheinlich keine dynamische Erweckungsbewegung gerade oder so, sondern wir leiten irgendwelche, oder? Ja, das ist Stefan vielleicht, aber die meisten von uns leiten gerade Organisationen. Das heißt, kleinere oder größere Gruppen, die zusammen irgendein Ziel verfolgen. Und ich weiß, dass Organisation bei manchen so ein bisschen negativ besetzt ist. Vor 1600 Jahren oder so hat Benedikt von Nursia, wer weiß, wer das war? Ein Mönch. Ja, das war der Gründer, der Benedikt, ja, Benediktinerorden, ja, das war der Gründer der Mönchsbewegung, die unsere Welt verändert hat. Der hat gesagt, eine christliche Organisation, also eine christliche Organisation, die ist dreifaltig, also so wie Gott. Die hat so drei Komponenten, und er hat das erste genannt, er hat gesagt, eine christliche Organisation ist ein Paradies, oder ich nenne es lieber ein Tempel. Ich verbessere immer gerne die schlauen Leute. Ich nenne es gerne ein Tempel. Das heißt, eine Organisation, eine christliche Organisation, sei es deine Ranger-Gruppe, sei es deine Small Group oder sei es deine Gemeinde oder sei es dein Gebetshaus bei mir oder was auch immer, hat diese Dimension. In dieser Organisation bringen wir Menschen dahin, einen Ort zu haben, wo sie Gott begegnen. Also diese Linie zu Gott hin. Wir schaffen einen Raum, wo Menschen Gott begegnen können. Das ist ein Aspekt einer christlichen Organisation, und das hat man eben bei anderen Organisationen nicht unbedingt. Ja, also in einem Fußballverein hat man das nicht unbedingt, dass da jetzt irgendwie das sich so bewusst näher hinbringt zu Gott. Dann ist es ein Zuhause, oder ich nenne es gerne Familie, also ein Ort von Gemeinschaft, wo wir Beziehungen leben, wo wir diesen ganzen Aspekt von sozialem System haben. Und wir haben die Dimension, dass er sagt, wir sind eine Armee. Und diese drei Aspekte macht eine Gemeinde zum Beispiel aus. Wir sind ein Ort, wo man einfach hinkommt, ach, ich will wachsen mit Gott, und hier hilft es mir, dass ich Gott näher komme und wir gemeinsam Gott näher kommen. Es ist aber auch ein Ort, wo ich Freunde finde, wo ich tiefe Beziehungen habe und so weiter. Aber wir sind mehr als nur so ein Kuschelclub, sondern wir haben einen Auftrag. Ja? Also Jesus ist ja ganz, also wer hat es neulich gesagt, es ist keine Missionsempfehlung, sondern ein Missionsbefehl. Ja? Also wir haben einen Auftrag, wo was rausgeht. Und diese drei Aspekte machen eine christliche Organisation aus. Und egal, ob du jetzt eine große oder kleine Organisation leitest oder in einer Organisation drin bist, diese drei Aspekte sollten drin vorkommen. Ist jemand überfordert? Okay, dann zieh mal an. Das bringt zum Beispiel auch richtige Herausforderungen in der Gemeinde mit sich, weil du kannst jede Gemeinde angucken, und keine ist ja perfekt. Ja? Also wenn du die perfekte suchst, dann wirst du sie nicht finden, und wenn es sie gibt, dann geh nicht hin, weil du machst sie kaputt. Wir haben oft so Schlagseiten, ja.
Und wir haben auch unterschiedliche Vorstellungen. Oh, ich will einfach nur Gemeinschaft haben und wie auch immer. Ja? Und dann gibt es die, die sagen, wir müssen raus und was tun und bewegen. Ja? Das sind die unbequemen Evangelisten und apostolischen Leute, die uns nerven. Aber was auch richtig herausfordernd ist für die Leiterschaften, auch für euch, ist, in dieser Ebene, in dieser Dimension sind wir alle gleich. Also wir sind alle Priester vor dem Herrn, wir sind alles Kinder Gottes, da gibt es keinen Unterschied zwischen mir und dir. Wir haben alle durch Jesus denselben Zugang, dieselben Rechte, wir sind komplett gleich, oder? Dann gibt es den Aspekt von Gemeinschaft, da ist nicht alles gleich. Du hast nicht mit jedem in deiner Organisation, in deiner Gemeinde, in der Gruppe, wo du bist, die gleich gute Beziehung. Da gibt es sogar Leute, die magst du nicht mal. Als Leiter sagst, drückst du das anders aus, aber ja, ja. Dann hast du in der Gemeinde ganz oft das Problem, in Anführungszeichen, dass du noch echte Familie da hast, ja, und so Verwandtschaftsclans da sind und da sind plötzlich nicht mehr alle gleich, sondern wenn der das halt sagt, weil der den Pastor gut kennt und da hat der viel Einfluss, dann ist so ein Lobbyist in der Gemeinde, ja. Kennt ihr so Lobbyisten? Ich bin auch so ein Lobbyist. Und dann sind wir aber auch eine Organisation, die was bewegen will. Also egal, ob du jetzt eine Ranger-Gruppe bist, hast du ja einen Auftrag, oder ob du sagst, du bist eine Kirche oder bist ein Gebetshaus oder bist ein Unternehmen, was bewusst christlich ist. Du wirst ja was tun, du wirst ja was erreichen. Und da sind wir eine Armee und bewegen uns vorwärts, oder? Und deswegen gibt es Strukturen, deswegen gibt es eine Hierarchie. Hierarchie ist einfach eine heilige Ordnung, eine Klarheit, wer ist für was verantwortlich. Und auf einmal hast du einen Vorgesetzten in deiner Gemeinde, aber wir sind doch gleich vor dem Herrn und den kenne ich auch gut und so. Und da ist ganz viel Herausforderung. Und das kann man nicht auflösen, aber es ist einfach gut, als Leiter zu wissen. Okay, aber darüber reden wir heute gar nicht so viel. Ich wollte nur erklären, dass eine Organisation nichts Schlechtes ist. Vielleicht gehen wir da noch mehr drauf ein, was das heißt, wie leiten wir so ein Ding. Aber genau, also Organisation, das sind so die Dimensionen von einer christlichen Organisation. Und warum brauchen wir Führung? Weil sich Organisationen im besten Fall entwickeln. Also man kann ja auch stagnieren, aber wir gehen jetzt mal von einer Organisation aus, die wächst, ja, eine Gemeinde, die wächst, oder ein Jugendbereich, den du leitest, der wächst oder was auch immer. Und ich stelle euch was vor von Larry Kreiner, zwar Entwicklungsphasen von Organisationen. Wie gesagt, wir steigen hart ein. Ich weiß, manche von euch denken sowas gar nicht, weil sie auch jetzt nicht irgendwie Pastoren sind oder so. Aber wir reden darüber, erstens, dass du verstehst, was passiert in deiner Gemeinde. Und zweitens, dass du anfangen kannst, wenn du mehr Leidenschaft zu denken und auch Bereiche zu denken, wie die sich entwickeln und zu verstehen, wo gehen wir hin. Also versucht einfach mal mitzukommen. Ja? Jede Organisation, die startet, Larry Kreiner sagt es, der macht es eigentlich für Unternehmen, aber das kann man auch auf Non-Profits ummünzen. Die starten irgendwo hier, also das ist sozusagen die Größe der Organisation und das ist so die Zeitdauer, ja. Die startet irgendwo, das gehen wir mal so an, ja, in der sogenannten Pionierphase, ja, also die Pionierphase, man startet was, ja. Und das ist eine sauschöne Phase, also keine Ahnung, ich habe, als ich 16 war, zum Beispiel aus Versehen so eine Jugendkirche gestartet, ja. Das war eine wilde, tolle Phase, alle sind hochmotiviert. Du hast so ein paar Leute, die hyper-committed sind, brutale Spontanität, Kreativität, Leidenschaft, du hast vollkommenen Idealismus, wie das sein wird. Ja, also du freust dich für die Welt, weil die hat nur auf dich gewartet. Du hast, wenn du überhaupt irgendwie in Hierarchien denkst, sind die extrem flach. Ist auch eine kleine Größe noch, du hast so eine Form von alle machen alles und der Leiter sowieso. Es gibt ganz kurze Entscheidungswege, kaum Formalien, kaum Standards, ein hohes Engagement, extrem starkes Wir-Gefühl. Das ist eine super coole Phase, aber es ist auch ein bisschen so eine scary Phase, weil du nicht so genau weißt, klappt es. So, manche nennen es auch Early Struggle Phase. Ja? So, du startest was Neues und du weißt nicht, funktioniert das wirklich. Ja? Und diese Phase ist toll, die Phase ist spannend und dann passiert was. Du kommst in die erste Krise. Und eine Krise ist was ganz Tolles. Eine Krise in diesem Modell ist, dass du was richtig gemacht hast. Ja? Also wenn du in die nächste Krise kommst, das ist wie ein yay, du hast es geschafft. Ja? Die erste Krise ist so die, ich weiß nicht, ob man es lesen kann von hinten, aber die Autoritätskrise. Also es kommt so an den Punkt, wo irgendwie geklärt werden muss, wer hat hier eigentlich den Hut auf? Und oft gibt es ja so bei was Neuem, jemand, der hat es gestartet, das ist irgendwie klar, dass der den Hut auf hat, aber wer darf jetzt leiten, wer entscheidet wie
und es kommt so ein bisschen eine Unzufriedenheit, auch weil nicht so viel vorangeht, weil es halt so eine Gruppe ist, die mag sich, die hat was gestartet und dann dümpelt es. Und dann ist die Frage, hey, wo geht's hin und wer gibt die Richtung vor? Und diese Krise muss man lösen, indem man Klarheit schafft. Wer ist verantwortlich? Wie kommen Entscheidungen zustande? Und wer ist hier der Leiter? Und auch dieser Nostalgie, dieser falschen Nostalgie so ein bisschen zu begegnen, weil die Phase, die Leute, die hier dabei sind, die werden immer sagen, oh, am Anfang war das so toll. Ne? Jeder kannte jeden. Und wir, ja, aber so kommt man nicht voran. Deswegen lösen wir das, und zwar, indem wir in die nächste Phase gehen. Und das ist die direktive Phase. Direktive Phase. Das bedeutet, hier brauchst du eine Führung, die sehr, sehr klar ist, sehr, sehr direkt ist, sehr, sehr vorgebend ist, die sehr, sehr klar sagt, das ist, wer wir sind, das ist, wo wir hingehen, so ist es. Ja? Und egal, ob das jetzt eine Person ist, ein Leitungsteam oder wie auch immer, das ist jetzt nicht die Form von Leitung, aber es braucht in dieser Phase eine sehr klare Leitung, nicht so eine, ah ja, jeder macht mal, was er will oder irgendwie so, sondern es braucht in dieser Phase, wenn wir wachsen wollen, zu sagen, das ist, wo wir hinwollen. Das heißt, wir schaffen Strukturen, wir tun mal irgendwie, nicht jeder kann alles machen, sondern man muss mal eine Schulung durchlaufen und irgendwie da qualifiziert werden. Es fängt an, dass man mal Stellenbeschreibungen macht, man optimiert die ganzen Prozesse, die halt irgendwie liefen, und man sagt mal, okay, wenn wir jetzt, keine Ahnung, ich denke mal Gemeinde, irgendwie Gottesdienstplanung. Man füllt mal ein System ein, dass man nicht jedes Mal von Null anfängt, sondern dass es irgendwie Absprachen funktionieren, es erleichtert ist und so weiter. Ja? Was hier auch wichtig ist, dass man anfängt mal zu formulieren, was ist unsere Mission, was ist unser Auftrag und was sind vielleicht auch unsere Kernwerte, Kultur, da werden wir da nachher drüber sprechen. Also wo wollen wir hin und was sind wir? Ja? Also wie wollen wir sein? Und das wird definiert. Und das ist auch eine Phase, du hast in jeder Phase hast du auch Leute, die da nicht mehr mitwollen. Ja? Und das ist völlig in Ordnung, ja? Weil wir, also gibt ja auch gerade bei Gemeinde gibt es ja eine Menge Auswahl. Ne? Also ist völlig in Ordnung, wenn Leute auch wieder gehen, solange jetzt nicht du das so schlecht machst, dass alle gehen. Aber genau. Und ja, du hast noch sehr so ein Sonne-Mond-Organigramm. Also es gibt die Leitung und alles ist drumherum. Also die Leitung ist sehr zentral, ist sehr bestimmend in alles rein und es läuft eigentlich nichts an der Leitung vorbei. Und wenn man das eine Weile macht, dann kommt plötzlich Zug rein, weil wir wissen, wo wir hinwollen, wir wissen, wer wir sind. Es gibt Qualifizierungssachen, mehr Leute kommen dazu, es wächst, ja, es ist eine klare Richtung, die Leitung ist stark. Ja, und das führt dann zur nächsten Krise. Die nächste Krise, upsala, ist die Autonomiekrise. Das sind also eingängige Worte. Das heißt, weil es wächst, kommen mehr gute Leute dazu und die wollen autonom, also selbstständig Dinge machen. Und die Leitung ist hier ein Flaschenhals geworden. Also weil alles über die Leitung geht, weil das Leitungsteam oder der Pastor oder der Gebetshausleiter oder was auch immer, alles muss über den laufen. Oder der Ranger-Stamm war, wie heißt das? Ja, also alles läuft über den und es wird zum Flaschenhals und die guten Leute sagen, ich will aber was Neues starten und ich fühle mich gegängelt, ich fühle mich gedeckelt. Und da kommt so eine Unzufriedenheit, weil ich mich nicht so einbringen kann, wie ich will. Die guten Leiter, oder die Leitungspotenzial haben, die wollen mehr Verantwortung und wenn nicht, stimmen die früher oder später mit den Füßen ab. Das ist, wo viele Gemeinden oft stehen bleiben oder viele Organisationen insgesamt. Auch hier die Krise ist auch deswegen, weil die Entscheidungswege so ultra langsam sind. Du hast hochmotivierte Mitarbeiter, die wollen was machen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir tagen in 14 Tagen und da tun wir das auf die Agenda setzen, da wird es besprochen, dann kriegst du 14 Tage später eine Rückmeldung. Ja, wir hatten aber nochmal eine Frage und so weiter. Und nach 6 Wochen bist du so frustriert, dass du sagst, ich habe überhaupt keinen Bock, was zu machen. Also ich weiß, ihr kennt es nicht aus euren Gemeinden, aber es gibt so Organisationen, wo das so funktioniert. Und hier ist wichtig, dass die Leitung anfängt, weniger Tagesgeschäft zu machen, wirklich mehr Führung zu übernehmen. Und wenn Leitung hier diese Krise nicht löst, dann gehen die High Potentials und die Ja-Sager bleiben. Also wenn es dann bleibt, egal ob es eine Person ist oder eine kleine Gruppe, die sehr klar, direktiv führt,
das ist, wo wir hingehen, so machen wir es, alles geht an mir vorbei, ich präge. Und es ist wichtig in dieser Phase, weil sonst hast du irgendwie gar nichts, ja? Sonst macht jeder, was er will. Du brauchst es, das ist, wer wir sind, das ist, wo wir hingehen. Aber dann muss irgendwann der Punkt kommen, wo du sagst, okay, und jetzt gebe ich Raum. Und wenn das nicht passiert, dann bleibst du in dieser Phase und du wirst nicht wachsen. Dann bleibst du eine 100-Mann-Gemeinde, dann bleibst du ein was auch immer und die guten Leute brechen weg. Also mit guten Leuten meine ich jetzt Leute mit Leiterschaftspotenzial, nicht, dass sie irgendwie moralisch besser wären. Das heißt, was ist die Antwort auf die Autonomiekrise? Das ist die delegative Phase von Delegieren. Ein ganz wichtiges Wort. Das heißt, man delegiert wirkliche Verantwortung. Hier wird auch delegiert, aber hier werden nur Aufgaben delegiert in der direktiven Phase. Da wird gesagt, okay, du machst jetzt das, Punkt. Aber jetzt muss der Leiter anfangen zu sagen, okay, du bekommst diesen Verantwortungsbereich und den darfst du gestalten. Und da ist klar definiert, was er da machen darf. Also er darf nicht einfach ein neues Haus kaufen, aber er darf eigene Sachen dort machen in einem Rahmen. Und da ist er völlig freigesetzt von der Leitung. Man fängt an, in Bereichen zu denken, in verschiedenen Ministerien, nenne ich das gerne. Genau. Was dann passiert ist natürlich, du hast mehr Ebenen von Leitung. Plötzlich hast du die Hauptleitung, dann hast du irgendwie echte Bereichsleitung oder wie das heißt. Und die können jetzt mit ihren Unterleitern oder Mitarbeitern viel schnellere Entscheidungen treffen. Weil wenn der Rangerleiter sein Ding einfach machen darf, wie er es machen darf, in einem bestimmten Rahmen, dann muss er nicht mit der Leitung nochmal und ob das geht oder so, dann ist relativ zügig und es geht was voran und plötzlich wächst es in der Breite. Und das ist eine ganz schöne Phase, aber auch eine bisschen scary Phase für einen Leiter, weil du nicht mehr so die Kontrolle hast, sondern du lässt einfach mal los und es darf überall blühen. Und da blüht nicht nur Blumen, sondern da blühen auch so ein paar andere Sachen. Aber du musst es aushalten, dass es so ist. Und du musst auch aushalten, dass es nicht mehr genau so gemacht wird, wie du es machen würdest. Und das ist, wo viele Leiter stehen bleiben. Und weil sie auch Angst haben, weil der plötzlich das besser macht. Wenn immer du jemanden siehst, der Dinge besser macht als du, dann feier ihn und lass ihn laufen. Weil es ist nicht, als Leiter bauen wir nicht unser Imperium und tun uns Knechte heranziehen, sondern als Leiter sind wir Diener und befähigen Menschen, dass sie das Reich Gottes bauen. Und wenn sie es besser machen als wir, wunderbar, dann haben wir unseren Job gut gemacht. Okay, was auch passiert in der delegativen Phase, es fängt an, dass wir uns mehr mit unserem Bereich identifizieren als mit der ganzen Organisation. Davor waren wir immer, wir sind die Gruppe und plötzlich hast du mehrere Dienste, ja? Und du sagst, keine Ahnung, das kann schon ganz klein anfangen, selbst im Gottesdienst, dass du sagst, mein Bereich ist Worship. Was der da predigt, ist mir Bums, ob die Leute irgendwie gut begrüßt werden, ist mir egal. Also jetzt mal ein bisschen überspitzt, ja, ich weiß, bei uns gibt es sowas nicht, aber ja. Und noch mehr, wenn du wirklich die Bereiche hast, also wenn dann eine Gemeinde anfängt, okay, wir machen so ein Sozialwerk auf, du hast hier die Ranger, du hast hier die Jugendarbeit und so, und dann sind es plötzlich ganz eigenständige Dinge und jeder identifiziert sich viel mehr mit seinem Bereich als mit den anderen. Und das ist ein bisschen herausfordernd. Und deswegen, genau, also hier ist auch, dass man führt mit Management by Exceptions, also man gibt nicht klar vor, sondern man sagt, das geht nicht und alles andere geht. Also hier musst du sagen, nur das geht und hier sagst du, das geht nicht, aber alles andere darfst du machen. Was ich euch jetzt hier runterrassiere, ist wirklich, ja klar, ne? Aber ey, wenn du in so Prozessen drinsteckst, es geht ja auch über Jahre, du musst komplett neu lernen zu leiten. Alles, was in der Phase richtig ist, ist in der Phase falsch. Okay, das macht Spaß, ne? Du, in der Phase hast du natürlich mal ein sauberes Organigramm überhaupt, du hast mal Bereiche und Abteilungen, Stabstellen und was es da alles so gibt. Und du musst komplett anders leiten, weil in einem Sonne-Mond-Modell, also ich bin die Sonne als Leiter und um mich herum gibt es die Monde, da leite ich nur direkt Leute. Jetzt leite ich Leute, die andere Leiter leiten und die vielleicht noch Mitarbeiter leiten. Und das ist komplett andere Denke. Komplett. Und viele, ich weiß, einige sitzen hier, die führen bisher nur Mitarbeiter, ja? Und deswegen reden wir auch über sowas, weil ich glaube, du kannst mehr als nur das. Sonst würdest du nicht zum Leadership-Training kommen, ja? Also, aber du musst komplett anders Leiter leiten, die Mitarbeiter leiten und noch anders Leiter leiten, die Mitarbeiter leiten. Es ist komplett anders, ja? Und richtig heraus. Aber wir werden das auch praktisch anschauen. Wie mache ich das? Jetzt geht es mir nur darum, hey, wow. Krass. Und das, da müssen wir gar nicht mehr so weit gehen, weil die meisten bleiben ja da stehen. Das kommt dann irgendwann
in so eine Kontrollkrise, weil du es gut gemacht hast, blühen tausend Sachen und du merkst irgendwann, ich habe keine Ahnung mehr, was in den ganzen Bereichen passiert. Untereinander gibt es keine gute Kommunikation, es gibt tausend Missverständnisse und es knarzt so ein bisschen, ja, dass die Leute sagen, so, irgendwie, keine Ahnung, Absprachen funktionieren nicht und so. Und dann löst man das natürlich mit einer schönen Koordinationsphase, wo man einführt, wie auch die ganzen Bereichsleiter untereinander sauberer kommunizieren und bla 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 bla. Ich gehe da nicht so weit drauf ein, weil das da oben tangiert uns schon die meisten nicht mehr. Ist alles nur noch von David. Und genau. Und das führt dann natürlich zur nächsten Krise, nämlich die Bürokratiekrise. Du hast gesagt, der muss so und so reporten und der das. Und irgendwann tust du nur noch Zettel ausfüllen, damit jeder Abteilung weiß. Hier, Friedrich kennt es auch aus dem Unternehmen. Genau. Also in der Unternehmenswelt kommst du viel schneller auch voran als in den ehrenamtlichen Bereich. Also unsere Wachstumskurse sind meistens eher so. Ja, das ist jetzt sehr optimistisch. Und es geht dann weiter. Man könnte jetzt ewig noch weitergehen. Oder nicht ewig. Man geht so von 6 verschiedenen Stadien aus, aber das tangiert uns hier nicht so sehr. Okay, was sagt uns das? Was sind meine Takeaways von dem? Erstens, was uns wichtig ist, wenn wir über Leitung nachdenken, ist, was in der einen Phase richtig ist, ist in der anderen Phase genau das Falsche. Deswegen müssen wir als Leiter immer lernen. Du kannst nicht 20 Jahre dieselbe Organisation gleich leiten. Was in der einen Phase das Richtige ist, hier ganz klar zu sagen, das, wer wir sind, so machen wir es, genau so wird es gemacht, ist in der nächsten Phase total falsch. Und wenn du es nicht, wenn du deine Leitung nicht änderst, kommst du auch nie in die nächste Phase. Okay, was noch ein Takeaway für mich? Also ich will mal ein Beispiel machen. Ja? Als Gebetshaus haben wir gestartet, irgendwie dynamisch mit so ein paar jungen Leuten, die gesagt haben, wir beten Tag und Nacht. Da hast du auch keine Fragen, dass es irgendwie herausfordernd sein könnte oder so, ja, du. Und du weißt auch, die ganze Welt hat nur auf dich gewartet und wir haben losgelegt. Ja. Irgendwann kam so ein bisschen die Autoritätskrise dann so, weil gewisse Fraktionen dann ihr eigenes Ding gemacht haben. Und wer darf hier eigentlich wie was? Und dann haben wir angefangen zu sagen, okay, so machen wir es. Und hier haben wir einen ewigen Loop gemacht. Ja. Wir haben irgendwann nach 3 Jahren haben wir wie einen Restart gehabt, wo wir alles runtergefahren haben, komplett neu angefangen haben. Einfach weil wir es schlecht gemacht haben, weil mir keiner Leiterschaft erklärt hat. Und dann liest du in jedem Leiterschaftsbuch, Wichtiges zu delegieren, Wichtiges zu delegieren, Wichtiges zu delegieren. Also, was habe ich hier gemacht? Autoritätskrise. Ich habe delegiert. Ich habe Leute in Bereiche Leitung führen wollen. Und was ist passiert? Hat natürlich nicht funktioniert, weil ich hätte in eine direktive Führung gehen müssen. Wir hätten erstmal klären müssen, wer sind wir, wo wollen wir hin. Ich muss Leute erstmal nah rannehmen. Ich muss Leute ganz eng führen. Und jetzt sind wir in einer Phase, wo wir so gute Leute haben und auch mehr Leute haben, die zeitlich freigesetzt sind. Und es wird ab Oktober nur schlimmer, wo wir richtig Ressourcen nochmal dazu kriegen. Das sind gute Leute, die brutal aufs Tempo drücken. Und wir müssen viel, 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 viel stärker delegativ leiten. Und das ist ein totales Shifting in der Organisation, die seit ein paar Jahren unterwegs ist und eine bestimmte, klare, starke Führung hat. Und wenn man da Fehler macht, also ich liebe den Griner, weil es wirklich stimmt. Also ich habe das über mein Gebetshaus draufgelegt, habe so eine Seminararbeit zugeschrieben, das passt perfekt. Und ich habe Einblick auch in viele Gemeinden und ich rede mit Leuten, die Unternehmen leiten oder was auch immer. Und es ist einfach so toll zu sehen, ah ja, da stehen die und die müssten jetzt das machen. Und in der Theorie ist es so einfach. Deswegen seid nicht hart gegen Leiter, es ist brutal schwierig. Weil das sind Prozesse, da kommt ja auch nicht morgens, blinkt auf, aha, Autonomiekrise, tu das. Sondern das entwickelt sich ja. Ja? Und du merkst, mach das mit dir und Leute werden und so. Und man denkt auch immer bei Krise, oh nein, wir dürfen keine Krise haben, wir müssen es ja alle lieb haben. Und es muss alles so sein, wie es immer war. Aber nein, wir wollen vorwärts gehen. Weil vorwärts gehen, also muss eine Gemeinde auch immer wachsen? Nee, nicht unbedingt, aber es wäre halt toll für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Also ja, genau. Also es darf auch Gemeinden geben, die jetzt nicht durch die Decke gehen und 1000 Leute, aber es wäre schon gut, wenn die Gemeinden insgesamt wachsen. Ja? Also ich rede hauptsächlich über Gemeinde hier, ja? Weil das ist der Hauptkontext, wo wir unterwegs sind. Du kannst aber ummünzen aus viele andere Sachen. Oje, oje. Ja, es ist zum Heulen. Was noch ein Takeaway? Jede Lösung trägt den Keim der nächsten Krise in sich. Jede Lösung trägt den Keim der nächsten Krise in sich. Das heißt, weil du hier ganz klar autoritär fast leitest, ja, also direktiv leitest, weil du sagst, so ist es, das führt zu der Krise, dass Leute sagen, ich will mehr Raum. Und dann du gibst den Leuten mehr Raum, das ist die Lösung, du delegierst, das führt zur Krise, dass
das irgendwie nicht mehr funktioniert, weil es tausend verschiedene Sachen gibt, die irgendwie blühen und du musst es zusammenbringen. Also das ist extrem spannend für mich zu sehen. Was auch wichtig ist, viele Leiter können nicht alle Phasen leiten. Gerade Pionierleiter tun sich schwer, über diese Grenze hinauszukommen. Weil Pionierleiter, die was Neues aufziehen, sind oft starke Persönlichkeiten, die eine genaue Vorstellung haben, die ihre Vision haben und die drücken sie durch. Und es ist, die kommen oft nur bis hier, weil sie es dann nicht schaffen, umzudenken, wie darf, das darf sich jetzt auch entwickeln, anders als genau wie ich es denke und mir vorstelle. Und dann gibt es Leiter, die, also Pionieren ist brutal schwierig. Ich habe brutalen Respekt vor Pionieren, also weil das ist der schwierigste Part. Also was gut zu pionieren. Also ich habe auch pioniert, aber ich habe es immer schlecht gemacht. Ja? Also gut zu pionieren ist brutal herausfordernd. Nicht jeder kann das, aber viele können gut in so einer Ebene dann reinkommen als Leiter und das schaffen. Also das ist einfach nur, und man kann vieles lernen, aber nicht jeder Leiter wird für jedes prädestiniert sein. Einfach nur so ein Takeaway für mich. Man kann in Phasen stecken bleiben und sich zurückentwickeln. Also man kann diese Loops drehen, ne? So zack, weil wir das nicht gut gemacht haben, brechen Leute weg, wir sind eigentlich wieder am Start. Ja? Und was für mich noch ein wichtiges Ding ist, manchmal liest du in Leiterschaftsliteratur so brutal viel über, dass du Veränderung bringen musst. Ja? Du hast das Gefühl, in jedem Buch, tausend Sachen musst du verändern. Aber es gibt einfach beides. Ja? Es gibt die Phasen, wo du sagst, es ist run the business. Und es gibt Phasen, wo du sagst, change the business. Und beide Phasen sind wichtig und richtig. Unruhe reinzubringen in einer Phase, wo es einfach gerade gut ist, wächst und sich in eine Richtung entwickelt, ist, passiert extrem oft, weil man in den ganzen Leiterschaftsbüchern und Podcasts liest, was man alles verändern muss. Es gibt Phasen, wo es um Stabilität geht. Wir haben uns im Gebetshaus gesagt, 2019 ist ein Jahr, wo wir nichts groß Neues machen. Wir optimieren nur Systeme, wir tun nur Sachen stärken, wir tun nicht fünf neue Dienste aufmachen, sondern wir stärken, dass das da ist und es ist wirklich ein Run the Business und wir verbessern das Business und wir führen mehr Leute rein. Da passiert ganz, ganz viel im Hintergrund, aber es ist nicht die Zeit, wo wir versuchen, tausend neue Sachen zu starten. Ich freue mich aufs nächste Jahr, aber genau. Weil Change Your Business macht natürlich irgendwie ein bisschen mehr Spaß. Gerade so Initiativeleiter wie ich will immer was Neues machen. Aber es ist so wichtig, einfach Konstanz reinzubringen. Und gerade auch im Schwarzwald, ja, die Leute lieben auch Zeit, wo es einfach mal so ist. Und Leute brauchen das, ja. Und ich habe als Leiter immer gedacht, jetzt tue ich mal meine Seele ein bisschen öffnen, irgendwie, es muss immer was am Neuen gehen sein, dass die Leute so bei der Stange halten. Aber das Gegenteil ist der Fall, wenn ich dann immer komme mit was Neuem, die Leute so, ja. Und mittlerweile merke ich, nee, wir müssen Phasen der Stabilität haben. Einfach sagen, das ist jetzt gut und es wächst auch. Und dann kommt Phasen, wo man sagt, gut begründet, warum und wieso, gut durchdacht und gute Prozesse auch das reinzuführen, Leiter mitzunehmen, zu sagen, jetzt ändern wir grundlegend was dahin. Und dann gehen Leute auch gut mit. Okay, ich weiß, für einige, die hier eine Kleingruppe leiten, war das jetzt ein bisschen zu groß. Aber wir glauben ja, dass wenn wir das anfangen können zu denken und da reinzugehen, dass es uns weiterbringt. Keine Angst, ich werde nicht die ganze Zeit so abgespacedes Zeug reden. Aber der David soll ja noch was lernen. Okay, wir machen eine ganz kurze Austauschrunde, mal mit deinem Nachbarn. Was meinst du, wo steht die Organisation, wo du tätig bist gerade? Genau, der Nachbar ist der links oder rechts von dir.
Okay, noch so 30 Sekunden, könnt ihr das Gespräch zu Ende bringen. Gut. Was sehr spannend ist, was ihr vielleicht festgestellt habt, je nachdem, wie man das anschaut, kann man natürlich sagen, die Gesamtorganisation ist gerade in der und der Phase, aber verschiedene Abteilungen sind ganz unterschiedliche Phasen. Und das macht es auch extrem spannend. Jetzt mal nur für alle ICFler, weil ICF ja immer Multisite baut, also mit verschiedenen, also Kirchen an verschiedenen Standorten. Das wird auch richtig herausfordernd zu sein, wo steht eigentlich das Gesamte, aber die einzelnen Standorte stehen an komplett anderen Orten, in anderen Phasen. Das heißt, das wird für David richtig lustig, dass er halt in manchen Standorten muss er schon brutal delegativ leiten oder so, und andere muss dann einfach nur sagen, das ist, wie wir hier unterwegs sind. Und genau, und dann auch die Krise von Kontrollkrise. Irgendwann entwickeln sich alles irgendwie und wie kriegt man das auch Kommunikation untereinander? Wird ganz spannend. Okay, also ja, ich hoffe, das hilft euch so ein bisschen, das einzuordnen. Und wir gehen jetzt mal zur nächsten Frage. Wir haben ja gesagt, also vielleicht soll ich das noch kurz abrunden. Ich habe gesagt, ich versuche zu beantworten, warum braucht es Leitung? Ich hoffe, es wird klar, du brauchst Leitung, damit eine Organisation vorankommt. Also man könnte 1000 Antworten geben, warum es Leitung gibt, aber für mich ist das so ein Ding, wo ich sage, wow, das wird nicht einfach passieren. Eine Gruppe, die zusammenhängt und sagt, oh ja, und irgendwie, das passiert nicht. Und auch immer, wenn es keine explizite Leitung gibt, gibt es eine implizite Leitung und Machtmissbrauch ist viel mehr da. Wenn es keine explizite Leitung gibt, gibt es immer eine implizite, also wenn es keinen gibt, der ist der Leiter oder das Leitungskreis und das sind die Entscheidungswege und so, dann gibt es Leute, die zwar nicht per Amt, aber die eigentlich doch leiten, aber dann halt nicht offiziell und so weiter, das ist immer ganz ungünstig. Genau, also wir brauchen gute Leiter, um Organisationen voranzubringen. Für alle, die jetzt sagen, boah, jetzt kommt er hier mit Kreiner, ich dachte, er kommt mit Jesus. Ja. Jesus hat nie eine Organisation geführt. Jesus war Kleingruppenleiter. Und er hat eine Bewegung geleitet, was brutal schwierig ist. Aber Jesus hat nie eine Organisation geführt. Deswegen, wir werden nachher anschauen, das Herz von Jesus. Aber du findest bei Jesus nicht das. Aber es hilft, mit Jesus das anzuschauen und dann in deine Gemeinde reinzubringen. Oh, manche mögen mich nicht mehr. Ist okay. Genau, jetzt fragen wir uns nicht nur, warum brauchst du sein, sondern wer kann eigentlich leiten? Ja, und ich möchte mal mit euch ein bisschen sammeln, wie sieht so eine ideale Führungskraft eigentlich aus? Gut aussehen. Gut aussehen. Das ist ganz wichtig. Gut aussehend. Was noch? Offenes Herz. Also wie muss er sein, was muss er können, ja? Kompetent, das ist natürlich ein sehr großes Wort, ja, aber es ist schon mal, genau, kompetent, organisiert, könnt einfach rein, locker, das war jemand unter 30, hä? Kommunikativ, Weitblick, ja. Also wir müssen nicht lesen können, gell? Aber ich schreibe es halt mal hin. Initiativ, meinungsstark. Meinungsstark, initiativ, visionär. Authentisch. Sensibel. Freundlich. Demütig. Wie? Genau, sollte Jesus sein, genau. Sorry, was ein? Groß und aufrecht. Ja, das ist ja gut aussehend. Ja. In unserer heutigen Zeit muss eigentlich eine Frau sein.
MDW. Mich hat jemand gefragt, heißt es männlich, weiß, deutsch? Nein. Gesunde Selbstbehauptung. Ja. Ja. Selbstbehauptung. Okay, also man kann mittlerweile, also wir machen jetzt einfach völlig aus dem Bauch raus, ganz viele Charaktereigenschaften, noch ganz wenig, was ein Leiter eigentlich alles können muss. Ja. Man kann mittlerweile aus empirischen Daten der letzten Jahrtausende rausfiltern, wie muss eigentlich der ideale Leiter sein. Und dann kommst du so auf so 125 Kompetenzen und dann zum Schluss zu dem Ergebnis, dass es den nicht gibt. Es gibt keine ideale Führungskraft. Es gibt nicht den perfekten Leiter, sondern es gibt nur ganz gewöhnliche Menschen, die mit Gottes Hilfe Außergewöhnliches tun. Und das ist so wichtig, weil mich hat es so befreit, weil du siehst diese ganzen Superleiter. Du siehst diese ganzen Superleiter und dann denkst du, du musst das so und so machen und so und so sein und so und so sein. Und dann puzzelst du das zusammen und dann hast du wirklich Superman. Und dann guckst du dich an und das ist halt nicht so, oder? Es gibt nicht den idealen Leiter. Man kann empirisch rausfinden, wie müsste der sein, aber die Frage ist die falsche Frage. Die Frage ist, wie können gewöhnliche Menschen wirksam werden? Wie können gewöhnliche Menschen was bewegen? Und deswegen ist der wichtigste Punkt bei wer kann leiten, ich nenne es einfach mal, versuch nicht irgendjemand zu sein, sondern sei du selbst und dann lern zu führen. Mit dem, wer du bist. So, man soll sich ja nicht vergleichen und wir Christen machen es ja trotzdem, oder ich zumindest manchmal, ja. Und dann war ich in so einer Krise, weil um mich rum nur so Davids rumrennen und so andere tolle Leute, ja. Und ich halt auch nur irgendwie so von Crack Rochelle und irgendwelchen solchen Freaks mir Zeug reinziehe. Und dann gucke ich mich immer an und denke so, Kacke, ja. Und ich war richtig frustriert. Ich war richtig frustriert. Das war vor anderthalb Jahren. Und dann sagt Gott zu mir, Lukas, niemand kann das tun, was du tun kannst. Und du kannst nicht tun, was alle anderen tun. Es gibt mich und ich habe einen Auftrag von Gott und ich habe eine Art, wie ich bin. Und da kann ich lernen, demütiger zu werden. Da kann ich lernen, im Charakter zu wachsen. Da kann ich Kompetenzen dazu lernen. Aber es wird immer ich sein. Und ich versuche nicht so zu kommunizieren wie andere, sondern ich kommuniziere halt, dass ich die ganze Zeit hin und her renne und meine Arme durch die Gegend wedel. Das ist, wie ich bin. Aber bitte versuch es nicht auch so zu machen, sondern wie du bist. Es gibt... Wenn du dir auch Leiter anschaust, es gibt die unterschiedlichsten Führungspersonen, die brutal viel bewegt haben. Wenn du anschaust, was die so gemacht haben, die waren extrem unterschiedlich. Du hast brutal introvertierte Leiter, die mega viel bewegt haben. Es gibt so dieses Bild, als Leiter musst du extrovertiert sein. Ich glaube, das ist eine Lüge. Also wenn du hier bist und sagst, ich bin eher der introvertierte Typ, du kannst ein krasser Leiter werden. Du wirst dann nicht der Leiter sein, der wie ein Elefant durch die Gegend rennt, alles blatt macht. Aber die Leiter brauchst du auch nur ab und zu und davon nicht zu viele. Deswegen, ich liebe, was Fredmund Malik sagt. Schon wieder ein Nicht-Christ. Wirksame Menschen haben keine anderen Gemeinsamkeiten, außer dass sie wirksam sind. Mit anderen Worten, du hast super Pastoren, super Führungskräfte, super Kleingruppenleiter und du schaust dir an, die propagieren manchmal Methoden, die genau das Gegenteil sind, was der andere macht. Das heißt, der Punkt ist nicht, wie muss ich unbedingt sein, sondern als der ich bin, wie kann ich leiten, dass es Gott Ehre macht? Und ich glaube, also für mich war das so befreiend. Und wenn du in die Bibel guckst, du hast so unterschiedliche Führungspersönlichkeiten. Also wenn du mal einen Mose vergleichst mit einem David, vergleichst mit einem Elia, vergleichst mit einem Johannes, vergleichst mit einem Petrus, das waren die unterschiedlichsten Typen und Gott hat sie gebraucht, um Großes zu machen. Also sei du selbst. Und dann guck, kann ich tun, um ein besserer Leiter zu werden. Aber besserer Leiter heißt nicht, was kann ich tun, damit ich so bin wie mein Nachbar oder der da vorne steht oder was auch immer, sondern wie kann ich mehr da reinwachsen. Und auch, ich glaube, in der Bibel hat sie diesen fünffältigen Dienst. Und ich glaube, das ist auch ein Hinweis von den Dimensionen, von wie Leiterschaft aussehen kann, die so unterschiedlich sind und sie ergänzen sich und sie brauchen sie. Also fünffältiger Dienst, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Ja? Also diese Dimension, wie man leitet und je nachdem, wo du einen Einschlag hast, bejahe das völlig. Also
ich bin total damit zufrieden, dass ich nur zwei Sachen kann. Also wenn ich mein Gabenprofil anschaue, bin ich schnell durch, ich kann genau zwei Sachen. Ich kann leiten und da wäre meine Stärke so das strategisch-visionäre Leiten und ich kann lehren. Mehr mache ich nicht. Und ich bejahe das. Und was immer deine Stärken sind, was immer dein Profil ist, bejahe das. Was auch noch wichtig ist zu sehen, ist, nicht jeder Leiter hat dieselbe Kapazität. Also wir sehen es zum Beispiel bei Mose, wie er dann bei seinem Schwiegervater kommt und sagt, also hört auf eure Schwiegervater, kommt und sagt, du machst das alles falsch, fang mal an zu delegieren. Du bist jetzt irgendwie durch diese klare Phase von direktiv zu sagen, das, was Gott sagt, das, was Gott sagt, das, was Gott sagt, so läuft es, alles läuft über ihn. Und Jethro kommt und sagt, hey, merkst du nicht, es ist eine Autonomiekrise, du musst in die delegative Phase gehen. Sagt er, ah ja, genau, stimmt, Greiner. Und dann sagt, steht es in der Bibel etwa. Und dann delegiert er und er delegiert manchen 10 Personen und manchen 100 Personen. Ja? Und das wird auch so sein, nicht jeder hat die Kapazität, eine Megachurch zu leiten. Nicht jeder hat die Kapazität, eine Bewegung zu leiten. Nicht jeder hat jede Kapazität. Und das ist auch völlig in Ordnung, wenn man an Punkte kommt, wo man merkt, da ist eine Grenze bei mir. Was oft passiert ist, weil Leiter sich bewähren auf einer gewissen Ebene, bringt man sie gleich auf die nächste Ebene und nicht jeder Leiter macht es mit. Das sind alles so Fehler, die ich mal gemacht habe, hier mit meinem Leitungsteam gehabt. Ein toller Diener ist, hohes Engagement, der in der Pionierphase brutal viel reingegeben hat. Und dann haben wir den so versucht, bei der Stange zu halten, so, aber der konnte diese Leiterschaftsthemen nicht mehr so denken, der konnte nicht mehr so mitgehen und es war für ihn extrem unzufriedenstellend und für uns auch, weil er uns wie gebremst hat. Und dann habe ich ein Teaching gehört über Leiterschaft, wo es mir dann aufgegangen ist, dass das eine Deplatzierung ist. Und dann haben wir gesagt, hey, wir setzen dich frei, nicht mehr in der Top-Leitung leiten zu müssen und dann ist er aufgeblüht in seinem Bereich. Genau, also nicht jeder hat jede Kapazität. Was auch oft gefragt wird ist Leiterschaft eigentlich, also ist es was ich so von Geburt an mitkriege? Also gibt es so den geborenen Leiter? Ja? Ist es eine Gabe? Oder kann man das einfach lernen? Ist es was Gelerntes? Was meint ihr? Ich würde sagen, absolut. Es gibt Leute, die sind so die geborenen Leiter und viele von uns haben das was mitgekriegt und manche auch weniger. Also ich habe vorhin so spaßig gesagt, ich habe aus Versehen eine Jugendkirche gegründet. Ich habe nichts gewusst über Leiterschaft, bis ich 19 wurde. Und da habe ich schon ein paar Jahre Leute verkorkst. Ja. Also es war echt, also lern früh. Das war einfach so, aus meinem Typ raus war ich halt Klassensprecher und wenn man halt in der Gruppe war, hat man gesagt, wo man hingeht und was man macht. Es gibt so einfach Personen, wo das so ist und das kann stärker oder schwächer ausgeprägt sein, aber das ist nicht das einzige Kriterium, weil die Bibel sagt ganz klar, es ist auch eine Gabe, die von Gott kommt. Das heißt, ich habe auch einen sehr konservativen Glauben an die Befähigung für ein Amt. Aber dass wenn Menschen eingesetzt werden in ein Amt, dass Gott eine Befähigung dazu gibt mit diesem Amt. Und man sieht es oft bei Leuten, die irgendwie so unterwegs sind. Und dann gibt man ihnen ein Amt und plötzlich blühen sie auf. Ja? Weil ich glaube, Gott befähigt. Es gibt die Gabe der Leitung, da kann man auch drum bitten. Und ich muss Gott immer wieder drum bitten, sagen, Gott, es geht in eine neue Phase oder ich kriege einen neuen Verantwortungsbereich. Ich brauche auch, dass du mich befähigst, das zu leiten. Es ist ein Wirken Gottes da irgendwie drin. Und gleichzeitig, und das wäre mir so wichtig, Leiterschaft, fast alles, was du als Leiter tun musst, kannst du lernen. Also ich schätze extrem Fredmund Malik, der einfach sagt, Management ist ein Beruf wie jeder andere. Man muss ihn halt lernen. Also du kannst lernen, wie kommuniziere ich sauber, du kannst lernen, wie organisiere ich gut, du kannst lernen und so weiter. Und in all dem wird es immer dein Typ sein. Aber man kann fast alles, was Leiterschaft angeht, kann man einfach lernen. Und dann ist halt die Frage, wie viel hat man von was? Aber das zusammen, ich würde sagen, ja, es ist irgendwie alles und man kann es auch nicht auseinander definieren. Also wo war jetzt das Gottes Wirken Geist und wo habe ich das gelernt und wo war das irgendwie in meinem DNA drin oder in meiner Sozialisation oder was auch immer. Und daher sei da entspannt, sag einfach nur, okay, jetzt bin ich halt in dem Bereich Leiter und jetzt will ich lernen, ich gehe da mit Gott und ich nehme das mit, was ich halt von Geburt mitgekriegt habe, das bin ich und damit gehe ich jetzt vorwärts. Also wer kann leiten? Ganz gewöhnliche Menschen wie du und ich. Es gibt kein Leitergehen, es gibt nicht irgendwie eine einzige Form von Leitung, sondern so wie du bist, wenn du auf deine Art leitest, ist es eine unendliche Bereicherung, weil niemand kann so führen wie du. Und was wir beim Leadership Training, wenn wir jetzt auch dann die nächsten Male so ins mehr Praktische gehen, wo es darum geht, einfach nur
dir zu helfen, wirksam zu werden. Also das PS auf die Straße kommt, das, was passiert. Und da kannst du einfach ein bisschen was dazu lernen. Aber genau, also wer kann leiten? Ganz gewöhnliche Menschen. Ich will noch kurz definieren, auch was ist eigentlich Leitung? Also wenn wir die ganze Zeit darüber sprechen, was ist eigentlich Leitung? Und da gibt es natürlich auch hunderte Definitionen und brutal viel gute. Meine Lieblingsdefinition ist eine sehr kurze von John Maxwell. Führen ist Einfluss. Das ist alles, nicht mehr und nicht weniger. Das ist Führung. Führung ist einfach nur Einfluss zu nehmen. Oder man kann es auch ein bisschen komplizierter ausdrücken und dasselbe sagen. Walter C. Wright, der sagt, Führung eine Beziehung ist. Eine Beziehung, durch die eine Person versucht, die Gedanken, das Verhalten, den Glauben oder die Werte einer anderen Person zu beeinflussen. Du nimmst die erste, gell? Ich finde sie auch besser. Führen ist Einfluss. Mit anderen Worten, ich drücke es mal provokanter aus. Führen bedeutet, ich übe Macht aus. Weil Einfluss ist nichts anderes als Macht. Und Macht ist natürlich, das benutzen wir in christlichen Kreisen nicht das Wort, außer der Herr hat alle Macht. Aber letztlich ist Einfluss nehmen kannst du nur, wenn du Macht hast. Macht ist was komplett Neutrales. Macht ist eine Durchsetzungsmöglichkeit. Also in erster Linie ein Potenzial und keine Aktivität. Also wenn du keine Macht hast, dann kannst du nichts tun, dann bist du ohnmächtig, dann kannst du nicht leiten, dann kannst du nicht führen, dann kannst du nichts bewegen. Ja? Also du brauchst Macht. Was vielleicht wichtig ist, also du kannst ja nicht mal das Gebot der Nächstenliebe ohne Macht erfüllen. Also wenn ich meinen Nächsten lieben soll, aber ich habe nicht die Kapazität, dem in seiner Form zu helfen, dann kann ich ihm nicht helfen. Wenn der Geld braucht und ich habe 0 Euro, dann kann ich ihm nicht helfen. Ich habe keine Macht, etwas zu tun. Also ohne Macht kannst du nichts machen. Und aus christlicher Sicht ist natürlich klar, Macht ist nie das Ziel, sondern ist ein Zweck. Also ich brauche Macht, um was zu bewegen. Ich brauche Einfluss, um was bewegen zu können. Und Macht ist immer dann, also der Einsatz von Macht ist immer dann legitim, wenn es darum geht, was Gutes zu bewirken oder was Böses zu verhindern. Und es gibt zwei Arten von Machtmissbrauch. Die erste ist eben Macht zu missbrauchen, indem ich es einsetze für Zwecke, die nicht gut sind. Also weil ich halt jetzt hier irgendwie der Chef bin oder was auch immer, nutze ich das, um irgendwie Vorteile für mich rauszuziehen und so, oder Machtmissbrauch oder ich wie auch immer. Ja, das ist, denke ich, klar. Aber es gibt auch eine andere Form von Missbrauch von Macht, nämlich wenn wir Macht nicht gebrauchen. Wenn wir unsere Einflussmöglichkeiten nicht einsetzen, weil es gibt immer, Machtvakuum muss ausgefüllt werden. Du hast nie eine Gruppe, wo gar niemand die Initiative übernehmen wird oder irgendwas. Also irgendjemand füllt den Bereich aus, von wohin es geht. Und wenn du von Gott gesetzt bist, diese Gruppe, diese Organisation zu formen oder diese Kleingruppe oder was auch immer, und du benutzt deine Macht nicht, dann missbrauchst du das, was du von Gott bekommen hast, weil jemand anders wird da reinspringen, der wird das, und wie gesagt, informelle Leitung ist immer schlechter als gesetzte Leitung. Also Macht ist neutral. Macht ist einfach nur, ich habe die Möglichkeit, was zu bewegen. Und Jesus hat ja alle Macht. Ne? Also so schlimm kann es nicht sein. Ich bin froh, dass ich nicht alle Macht habe, weil es wird mein Charakter nicht schaffen. Jesus schafft es, alle Macht zu haben und gut zu bleiben, weil Macht macht auch was mit einem. Aber wenn ich sage, ich will was fürs Reich Gottes bewegen, dann brauche ich Einflussmöglichkeiten. Seid ihr noch bei mir? Ihr seid ein bisschen böse jetzt mit der Macht, gell? Möge die Macht mit mir sein, ja? Das ist so. So segnen wir Leiter ein bei uns im Gebetshaus. Möge die Macht mit dir sein. Okay. Könnt ihr noch? Ja. Okay. Es gibt 7 Machtbasen, also 7 Dinge, von wo aus du Macht ausüben kannst. Also wenn du sagst, ich will was bewegen in meiner Gemeinde, in meiner Organisation, in meiner Firma, in meinem, wo auch immer ich bin, dann musst du irgendwie machen, wie kann ich hier einen Einfluss gewinnen, oder? Und da geht es nicht um irgendwie, ich versuche mir einen Thron zu bauen, sondern einfach zu gucken, jetzt habe ich meine Kleingruppe und die läuft völlig aus dem Ruder, warum habe ich da eigentlich keinen Einfluss? Ja? Und mal 7 Machtbasen, also von welcher Basis aus kann ich operieren? Die erste Machtbasis ist das Amt. Also jemand hat Macht über mich, einfach weil er es per Amt hat. Das klassische Beispiel wäre der Polizist.
Ist mir egal, wie der charakterlich ist, egal, welche Beziehungsebene ich mit dem hat. Ja? Einfach, weil er Polizist ist, per Amt, darf der mir sagen, ich darf nur so und so schnell fahren. Ja? Der hat auch hinter seinem Amt hat er die gesamte Staatsmacht. Also auch wenn es nur so ein, selbst wenn er nur 1,20 groß wäre, bin ich ihm in dem Fall unterlegen. Ja? Okay, also per Amt. Und das ist auch in der Gemeinde, glaube ich, wichtig. Wir haben es vorhin gesehen, in diesem Dreieck. Wir sind manchmal zu freundschaftlich und zu sehr, wir sind alle gleich. Wenn wir als Gemeinde, wenn wir als Organisation wachsen wollen, müssen wir respektieren, wo Leute in Leitung sind. Und damit meine ich nicht das ungesunde Bild vom Kadavergehorsam und dem Gesalbten des Herrn dürfte nicht antasten. Es gibt auch das Extrem wieder. Genau. Aber das ist das Amt. Also du bist eingesetzt, einfach per Definition darfst du sagen, so ist es. Wenn das dein einziges Machtbasis ist, dann hast du schon verloren. Wenn in der Gemeinde du dich darauf berufen musst, dass ich hier aber der Pastor bin, dann weißt du, es ist alles vorbei. Ja? Deswegen, es gibt noch 6 weitere. Die nächste wird euch auch besonders freuen. Das ist die Macht durch Bestrafung. Da denkt man erstmal, ja, nee, das geht gar nicht, gell? Aber es macht in manchen Fällen sehr viel mehr Sinn, über Bestrafung zu arbeiten als über Belohnung. Stellt euch den Polizisten wieder vor, statt dass er zu jedem Auto hingeht und einen Belohnungspepper drauf macht, wenn du richtig geparkt hast, geht er nur zu denen hin, die es falsch gemacht haben, bestraft sie. Und so wird das System aufrechterhalten. Es ist manchmal sehr viel kostengünstiger und besser, ein Bestrafungssystem einzuführen wie ein Belohnungssystem. Ja, Erziehung halte ich mich raus. Ich wurde bisher nur verzogen und habe noch keine eigenen. Genau. Trotzdem ist, wir arbeiten ja hauptsächlich mit Ehrenamtlern, ist das eine ganz schlechte Machtbasis. Also bei uns sieht die Bestrafung ja nicht aus, dass sie eine Geldstrafe zahlen müssen, aber sie dürfen plötzlich in der Gruppe nicht mehr dabei sein. Oder also so subtile Bestrafung jetzt, ja, oder der, was auch immer. Funktioniert ganz schlecht, weil Ehrenamtler stimmen schnell mit den Füßen ab. Ja, also das ist nicht so die beste Machtbasis, aber in manchen, gerade in Unternehmen, macht es Sinn, die manchmal einzusetzen. Manchmal. Dann die etwas positive Variante davon ist die Macht durch Belohnung. Das heißt, wenn jemand was gut gemacht hat und ich habe die Macht, es zu belohnen, das kann ein Boni sein oder eine Lohnerhöhung, das motiviert Leute, ja, also zu sagen, wow, du hast gut gearbeitet, jetzt kriegst du halt den Boni. Ja, auch das können wir im ehrenamtlichen Bereich selten machen, aber wir können trotzdem, also ja, das ist ein Boni für alle, ja, aber ist eher so, ja, schön, dass du gut gearbeitet hast, wir brauchen noch dein Geld. Ja, genau, Lohn im Himmel, da können wir motivieren. Aber man kann ja also belohnen durch Lob, durch Geschenke, durch Aufmerksamkeit, durch Ehre, durch verschiedene Sachen oder auch belohnen durch, der kriegt halt das bessere Büro, ja. Wo halt nicht im offenen Großraum Ding ist, sondern der hat sein eigenes Abteil-Ding, wo das wäre eine Belohnung, ohne dass es, ja, ihr wisst, wie ich meine. Für alle andere gleich auch vielleicht eine Belohnung, wenn der weg ist. Also man weiß es ja nicht. Okay, der nächste Punkt wäre, jetzt wird es langsam ein bisschen spannender für uns, ich weiß, die Sachen sind nicht ganz so interessant, ist die Informationskontrolle. Wer die Information hat, hat die Macht. Und hier wird brutal viel Machtmissbrauch auch geübt, finde ich. Und also, dass man so Informationen zurückhält und Leute auflaufen lässt oder so. Das passiert in 1000 subtilen Weisen oft auch in christlichen Organisationen. Und wenn du sozusagen Informationen hast und kontrollieren kannst, wer bekommt, die übst du brutale Macht aus. Also wenn der David mir was erzählt, was er mir nicht erzählen müsste, aber er mir erzählt, dann benutzt er seine Macht, um mich damit reinzunehmen und das macht was mit mir. Aber er kann gleichzeitig sagen, dass das jemand anderem nicht erzählt. Das ist sein gutes Recht. Aber man muss gut aufpassen, wem sage ich wie, wann, was. Und allgemein, glaube ich, können wir unglaublich zulegen in unseren christlichen Organisationen an Transparenz. Gerade was Themen wie Finanzen angeht, was auch die Frage, warum ist der jetzt da und das und jenes. Einfach viel, viel, ja, die 5 Fragen eines Leiters immer beantworten. Warum, 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 warum? Immer den Leuten erklären, warum und Transparenz zeigen, Informationen weitergeben. Weil was passiert, wenn du Informationen hast? Du kriegst Commitment, du merkst, oh ja, ich bin da drin. Also ich würde euch ermutigen in der Regel, also es gibt noch Informationen, Seelsorge, Themen, ja, wo man jetzt nicht sagt, oh, ich wollte euch mal Informationen weitergeben, aber ihr wisst, was ich meine. Informationen schaffen Ownership. Was ist noch eine Machtquelle? Die übe ich gerade aus, dass die Experten macht.
wir vertrauen unglaublich viel auf Experten und die haben Macht über uns, einfach nur, weil sie Experten in dem Bereich sind. Zum Beispiel mein Kfz-Mechatroniker. Ich habe keine Ahnung von diesem Ding. Ich will mich da reinsetzen und ich will von A nach B kommen. Ist mir vollkommen bums und ist mir auch egal, was da kaputt ist. Ich will es auch nicht erklärt kriegen. Ich will, dass er es ganz macht. Der könnte seine Macht komplett missbrauchen, mein Auto einmal umbauen und ich habe eine Rechnung von 2000 Euro, weil ich habe keine Ahnung. Der macht, das ist mein Experte. Ich gehe zum Kfz-Mechatroniker, gehe ich hin, weil mein Auto einen Fehler hat, aber ich gehe nicht unbedingt hin, wenn ich Eheprobleme hätte. Aber in dieser Sache ist er mein Experte und ich vertraue ihm dort. Ihr seid hier, weil ihr irgendwie denkt oder auch nicht, aber dass ich kompetent bin, euch was zu sagen. Ob du mich jetzt magst oder nicht, ist da gar nicht so wichtig. Ja? Wir vertrauen auf irgendwelche Wissenschaftler und Leute, weil die Experten in dem Bereich sind. Also die hauptberuflichen Experten, die sitzen in den Talkshow-Runden und sind Experte. Ja? Und das heißt, wenn ich kompetent bin, wenn ich was gut kann, wenn ich was gut weiß, dann habe ich plötzlich ein anderes Standing. Wenn du in deiner Firma der Einzige bist, der genau weiß, wie ich diese Sache programmiert kriege, dann egal welche Hierarchie du hast, dann hast du eine ganz besondere Stellung. Und wenn du ankündigst, ich will eine Lohnerhöhung oder ich gehe, dann versuchen die noch wenigstens 6 Monate zu halten, damit du noch irgendjemanden einlernen kannst. Also da hast du plötzlich brutale Macht, wenn du Experte bist. Deswegen sucht euch eine Nische in eurem Unternehmen. Jetzt die 6 ist die Beziehungsmacht. Also hier folgen dir Leute, weil sie müssen, ja? Hier folgen dir Leute, weil du Einfluss drauf hast, wie gut oder schlecht es ihnen geht. Hier folgen dir Leute, weil du sie versuchst mit reinzunehmen oder eben auch nicht. Hier folgen dir Leute, weil sie dir vertrauen, weil du was kannst. Hier folgen dir Leute, weil sie dich mögen, weil sie dir gerne folgen. Und da können wir brutal aufbauen, Beziehungsmacht. Das heißt, je mehr mir Leute vertrauen, je mehr Leute von der Herzensebene überzeugt sind, je mehr Leute ich gedient habe und ich sie wirklich weitergebracht habe, desto mehr habe ich auch Macht und Einfluss auf sie. Also jemanden wie du, der hier drin sitzt und noch nie was von mir gehört hat und der steht jetzt da vorne und redet mich die ganze Zeit zu, ich habe relativ wenig Einfluss auf dich. Aber wenn ich dich 2 Jahre im Mentoring geprägt hätte und geformt hätte und viel in dein Leben reingegeben hätte, dann hätte ich einen unglaublichen Einfluss auf dein Leben. Nicht nur gehabt, sondern wir hätten eine Vertrauensbasis, wo ich brutal viel bewegen kann. Und wenn du mich um Rat fragst und noch irgendjemand will fremden, dann wäre ganz wichtig, was ich sage. Deswegen muss man Macht auch immer gut aufpassen. Ja? Also ist ja nicht nur irgendwie. Ja? Und dann gibt es noch 7. Macht durch Charisma. Das ist die einfachste und die gefährlichste Form von Leitung, weil du dafür nichts können und machen musst. Also, um Experte zu sein, da musst du einiges gemacht haben. Ne? Aber wenn du einfach ein charismatischer Leiter bist, dann, also dir folgen Leute, weil du eine Ausstrahlung hast. Weil sie irgendwie in dem Raum, in der Aura, die du verbreitest, sich wohlfühlen, dem folgen sie. Und das ist natürlich die gefährlichste Form, aber auch eine tolle Form, wenn man das einsetzen kann, weil es manchmal Momentum erschaffen kann. Und was jetzt hier so ist, ist, dass du sozusagen hier oben immer mehr von der Position her kommst und je weiter es runter geht, desto mehr kommst du von wer du bist als Person. Und jetzt ist spannend, du stehst mit fast jedem Mitarbeiter an einem anderen Punkt. Okay, wir machen mal einen kurzen Austausch mit deinem Nachbarn und du überlegst dir zwei Fragen. Die erste Frage wäre, von welcher Machtbasis aus wirst du am liebsten geführt? Ja, also wirst du am liebsten geführt von einem Chef, der einfach sagt, ich sag dir, was du zu tun hast, weil du Chef bist, weil ich Chef bin oder wo, welche Leute, also wie wirst du gerne geführt? Und wir führen ja immer von mehreren Machtbasen aus gleichzeitig. Und die zweite Frage ist, warum folgen Leute dir? Ja? Also, wie wirst du gern geführt und warum folgen Leute dir?
Okay, nochmal so 30 Sekunden und dann kommen wir zum Ende. Okay, wem ging es so, dass er gleich geführt werden will, wie er selber auch gerne führt oder wo er denkt, dass Leute ihm folgen? Bei wem ist es eher andersrum, dass er sagt, ich führe gern so oder mir folgen Leute deswegen, aber ich werde eigentlich lieber anders geführt? Okay, und der Rest hat irgendwie Pause gemacht, okay. Also mir geht es so ein bisschen so, also ich führe brutal stark über diese Bereiche. Aber ich werde auch gerne geführt, wenn es, ich mag tatsächlich, wenn es eine klare Ordnung gibt, da bin ich sehr, wenn es eine gute Führung ist, die ich anerkennen kann, dann tue ich es sehr, sehr achten. Und ich mag es sehr, wenn ich merke, die Leute haben was drauf und ich mag die irgendwie auch. Ich brauche nicht so sehr, dass jemand mich begeistert, da bin ich eher skeptisch. Aber ich begeister gerne. Also da gibt es nicht richtig und falsch. Und es gibt auch einfach, manche Sachen kann man nutzen, manches kann man nicht nutzen. Gerade Charisma ist so ein bisschen was, das kann man jetzt nicht irgendwie einen Charisma-Kurs machen. Ja? Man kann einfach gucken, was kann ich nutzen, um, genau. Jetzt muss ich ein bisschen durchziehen, damit ich noch alles hier an Theorie euch reinhauen kann. Und dann wird es entspannter. Zumindest in der Pause. Wir wollen noch kurz über das Wie reden und mit Wie meine ich jetzt nicht, also wie leite ich jetzt praktisch, also wie mache ich das, darüber werden wir ganz viel noch reden, sondern eher wie, in welcher Haltung, also was ist die Haltung eines christlichen Leiters, ja, und das ist glaube ich wichtig, auch gerade nach allem, was ich gesagt habe und Organisationsentwicklung, Leute aufbauen und bababab und Macht und dödödö, ich glaube ganz, ganz zentral ist, dass wir verstehen, wir als christliche Leiter, wir haben ein Vorbild, das heißt Jesus. Und seine Art zu leiten, seine Haltung zu leiten, ist für uns keine Empfehlung, sondern ist absolut normativ. Also ist absolut so leiten wir auf der Herzensebene. Und Jesu, finde ich, krasseste Aussage über Leitung ist die hier, wo er gegenüberstellt, wie normal geführt wird und wie er sagt, so wird im Reich Gottes geführt. Er sagt, ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nation gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. Also diese negative Form von Führung beschreibt er dort. So aber ist es nicht unter euch. Er sagt nicht, so soll es nicht unter euch. So ist es nicht unter euch. In meinem Reich geht das nicht. Es ist nicht so in meinem Reich. Sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Worte. Ja? Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ich glaube, es ist so zentral, dass wir als Leiter sagen, das ist das Modell von Führung auf der Herzensebene, wie leiten wir. Leiterschaft ist nicht so der coolste Job und ich bin halt der Chef und habe was zu sagen. Wenn das ein Bild von Leitung ist, dann macht das irgendwo bitte nicht irgendwie in meinem Bereich. Ja? Weil, also das ist nicht die richtige Haltung. Ja? Die richtige Haltung ist, wow, ich bin hier berufen zu führen und das bedeutet, ich bin einfach ein Sklave geworden. Ich diene den ganzen Menschen um mich rum. Und ich diene, indem ich gute Entscheidungen treffe, indem ich organisiere, indem ich Grenzen setze und so. Aber es ist ein Dienst. Ich diene diesen Menschen. Es ist kein Job, wo du sagst, oh, jetzt bin ich der Superstar und darf hier vorne stehen oder alle. Ja. Nein, Leiterschaft ist ein brutaler Job. Weil wenn es immer gut läuft, wenn du es als Leiter gut machst und die Sachen entwickeln sich gut, dann sagen die Leute, boah, sind wir toll, das haben wir gut gemacht. Wenn es schlecht läuft, heißt es, was ist das für ein Leiter? Also von den Früchten hast du wenig und und das Problem kommt, landet immer bei dir. Leiterschaft ist ein brutales Ding. Ich hatte mal einen Kurs, wo der Dozent die ganze Zeit nur gesagt hat, und wer ist schuld? Der Leiter. Und das war so ein Tag lang, 8 Stunden Vorlesung und immer nur der Leiter. Und ich war so ermutigt danach, weil ich gedacht habe, das heißt auch, dass der Leiter immer alles ändern kann, wenn er immer schuld ist. Ja? Wer schuld ist, hat die Macht. Auf jeden Fall, also Leitungsgabe. Ich mag diesen Satz, wie ich glaube, Volker Kessler schreibt, die Leitungsgabe, die Kybernesis, heißt im Griechischen, ist somit eine dienende Gabe. Sie hilft anderen Gabenträgern, ihre Gaben gut einzusetzen.
Also Leiterschaft ist sozusagen der niedrigste Posten, den du haben kannst. In dem Sinne, dass du dafür da bist, allen anderen zu dienen. Und ich glaube, die Haltung ist so, so wichtig, dass wir in dieser Demut sind. Auch der fünffältige Dienst, ich weiß nicht, ob euch das hier aufgefallen ist. Das heißt, Gott hat seinem Leib Gaben gegeben. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Nicht Menschen haben diese Gaben. Ich besitze keine Gabe. Sondern wenn, dann bin ich eine Gabe, ein Geschenk von Gott an sein Leib. Wenn du eine Leitungs-, also wenn du, weil keine Ahnung, wenn du sagst, boah, ich bin voller Apostel, ich bin voller Prophet, ich bin voller was auch immer, dann ist es nichts, womit du dich rühmen kannst, sondern bist du nur ein Geschenk von Jesus an seine Braut. Und ich glaube, es ist wichtig, ja, und also Jesus sagt, ich bin gekommen, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und das muss immer unsere Haltung sein. Und das ist nichts, was man so irgendwie, ah, okay, habe ich verstanden, sondern unser ganzes Leben, in jeder Phase, in jeder Sache muss man immer wieder neu sein Herz prüfen und schauen, was macht das mit mir? Weil ich weiß nicht, wie euer Herz aussieht, mein Herz ist noch nicht so genau wie Jesus seins. Ich liebe diesen Satz von Greenleaf. Er sagt, der beste Test für dienende Leitung oder dienende Führung, allerdings schwierig zu beurteilen, ist, wachsen die, denen man dient, als Persönlichkeiten? Werden sie durch den Dienst des Leiters zu gesünderen, weiseren, freieren, selbstständigeren Menschen, zu Menschen, die ihrerseits bereit sind, anderen zu dienen? Also wie gut du leitest, ist nicht die Frage, wie viel Umsatz machst du, wie viele Menschen laufen dir daher, sondern die Frage ist, die du führst, werden die zu gesünderen, weiseren, freieren, selbstständigeren Menschen, die anderen Menschen dienen? Wow, ja, das ist wirklich herausfordernd, ja. Zu gucken, was passiert mit den Leuten um mich herum. Also versteht ihr, wenn ihr wissen wollt, wie gut ich leite, dann müsst ihr nicht hören, was ich hier sage, sondern geht ihr zu Christina und fragt. Also Christina erlebt mich viel und die kann euch sagen, ah, das ist ganz toll und der Lukas ist aber halt, ja, so ein Hals hat sie. Ja, nein. Versteht ihr, letztlich, was ist die Frucht, was entsteht daraus und blühen Menschen auf? Oder benutze ich Menschen für meine Vision? Ja, das ist deep und ich möchte echt einladen, ich habe über diesen Versen habe ich brutal viel meditiert. Also, ja, Gebetshäusler. Und ich kann mich erinnern, wie ich eines Tages da saß und ich meditiere über diesen Versen, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um zu dienen, sondern sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Und auf einmal hatte ich das Gefühl, wie wenn Jesus den Raum betritt, sich, kennt ihr, wenn er so in deine Fantasie eingreift, ja, und er betritt den Raum und er kniet sich vor mich hin und berührt meine Füße. Und ich, das war so falsch, weil es ist Jesus, der Sohn des Menschen. Er sagt hier Sohn des Menschen, er sagt, ich bin der Sohn des Menschen, Daniel 7, wisst ihr alle, ja, der die ganze Weltherrschaft an sich nimmt. Das ist der Titel Sohn des Menschen. Er sagt, der Sohn des Menschen, der Weltherrschaftsherrscher, der ist gekommen, um zu dienen. Und ich bin so zerbrochen zu spüren, wie der mir dient. Und in mir hat jede Faser gesagt, ich will so sein wie er. Demut ist sowas Schönes. Und Demut findest du nirgends in griechischer Philosophie oder Philosophiegeschichte, in keinem Ethikbuch und sonst was. Demut ist die wirklich urchristliche Tugend, die wir nur in Jesus sehen als was Schönes. Und da sind wir zusammen unterwegs und da brauchen wir einander, ja, dass wir wirklich dienend sind und nicht Macht missbrauchen, nicht irgendwie Prestige und ich und weil wir alle haben diese Kämpfe von Stolz, von Ego, von ha, ich freue mich gesehen zu werden und so weiter und so fort. Ich will aber trotzdem kurz sagen, was dienende Leiterschaft nicht ist, weil ich mag das gar nicht, wenn man von der anderen Seite vom Pferd runterfällt. Dienende Leiterschaft heißt nicht, dass man irgendwie ein mangelndes Selbstbewusstsein hat oder ein mangelndes Identitätsbewusstsein, ja. Also Jesus, Johannes 13, er wäscht den Jüngern die Füße. Da ist es im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in seine Hand gegeben hat, kniet er sich hin. Also dienende Leitung kann nur der ausüben, der weiß, wer er ist. Du kannst nicht wirklich dienen, wenn du ein mangelndes Selbstbewusstsein hast. Dienende Leitung bedeutet auch nicht, dass man keine Führungsverantwortung mehr übernimmt. Also manchmal denken wir, ja, als dienender Leiter, da stehe ich nur so da und mache den Abwasch. Nein, du dienst, indem du Entscheidungen triffst. Du dienst, indem du, aber in der Diene, es ist eine Haltung, nicht eine Auf- oder nicht, was ich tue unbedingt. Das heißt, das Leiten selbst ist eine Art des Dienens. Dienende Leitung heißt auch nicht Schwachheit.
schwache Leiter, der halt irgendwie nichts bewegt, der nicht entscheidungsstark ist, der irgendwie dauernd umfällt, weil jeder was anderes will. Das ist nicht dienende Leitung. Dienende Leitung ist auch keine Methode. Das ist nicht irgendwie so ein Trick, sondern es ist eine tiefe Herzenshaltung. Es ist kein Management-Tool. Und was so wichtig ist, jeder Leiter ist ein Diener, aber nicht jeder Diener ist ein Leiter. Da haben wir brutal viel falsch gemacht in den letzten 2000 Jahren, so, also wir als Christen, weil wir dieses treue Ding manchmal falsch verstanden haben. Nur weil jemand krasser Dienertyp ist, heißt es nicht, dass er Leitungsbegabung oder Leitungskompetenz hat. Und oft haben wir denjenigen, der seit 20 Jahren viel gedient hat, den befördern wir dann zum Leiter, aber er ist deplatziert. Ich sage das im Gebetshaus gerne bei uns, Christina, glaube ich, gestern erst davon, gesagt, sobald jemand kommt, der was besser kann, dann kriegt er den Job. Es ist nicht, wie lang ist er schon in der Organisation. Also natürlich nicht Tag 1 und zack wird alles, aber wenn jemand kommt, der den Job besser machen würde als ich, dann ist das einzig Richtige, dass er den Job machen darf, weil er begabter ist. Und in den Gemeinden haben wir oft so dieses treue Ding, dass man muss sich erstmal 473 Jahre bewähren und dann darf man. Und Bewährung ist wichtig. Charaktertest ist wichtig, ist er auch bereit, brutal zu dienen und so, das ist keine Frage. Aber nur weil jemand gut dient, heißt es, er ist nicht unbedingt ein Leiter, aber jeder Leiter muss ein Diener sein. Das, da wird, ich glaube, meiner Meinung nach oft das verkorkst, ja. Ich habe noch 5 Minuten. Ja. Du meinst Leitung, oder? Ja, du schließt Authentizität immer aus. Ja, ich denke Leiterschaft immer ganzheitlich. Ich sage auch gerne, als Leiterschaft gibt es kein Privat mehr. Wie ich meine Ehe führe, was ich angucke, was ich, keine Ahnung, was mache, ist kein Privatding mehr. Weil ich habe immer, bin ich verantwortlich. Ja. Genau. Ihr dürft übrigens auch gerne Wünsche äußern. David und ich haben jetzt den ersten Tag mal sauber geplant und gesagt, da gehen wir mal und gucken mal, wie gut ihr seid. So. Nein. Und dann wir haben schon einige Themen und Sachen, wo wir gesagt haben, die wollen wir setzen, aber wenn ihr sagt, boah, in die Richtung, also gerne äußern. Aber ich werde wahrscheinlich ein bisschen was über so ganzheitliche Führung was sagen, ein bisschen über Selbstführung und so. Also das muss integriert sein ins ganze Leben. Es ist nicht nur ein Job, den ich mache. Ja. Ich würde euch gerne noch eine Sache sagen, weil ich die so gut finde, weil dann bin ich ja völlig durch mit Theorie und kann dann brutal praktisch werden die nächsten 5 Sessions so. Ja? Ist das okay? Ja, ich habe eigentlich noch so ein bisschen die Frage, wen wir führen, aber ich sage jetzt gar nicht viel dazu, sondern ich sage nur eine Sache. Also wir führen ja Menschen und die Frage ist, warum sind Menschen Teil einer Organisation und lassen sich führen? Also was motiviert Menschen, Teil von einer Gemeinde, von einem Unternehmen, von einem Sportclub, von was auch immer zu sein? Ja, 5 Gründe. Ich liebe das, hat mir die Augen geöffnet. Vielleicht öffnen sie auch die Augen. Das erste ist, warum sind Menschen in Organisationen drin? Der erste Grund ist Geld. Also warum gehst du arbeiten? Jetzt mal mich und David ausgenommen. Du gehst arbeiten. Es ist ein Tauschgeschäft, ja, der Friedrich ist bei Conti, ja, der geht dahin als ein Tauschgeschäft, er bringt sein Ding ein und kriegt dafür aber auch einen Gehaltscheck. Wenn die sagen, oh, wir zahlen dir nichts mehr, dann wäre der Friedrich nicht mehr so lange da. Und das ist legitim, das ist okay, ja. Zweitens, warum sind Leute da? Leute sind da wegen, aus Zwang. Die klassischen Organisationen, wo das passiert, ist zum Beispiel das Gefängnis oder die Armee. Da ist man nicht unbedingt, also Armee kann man auch freiwillig hin, aber es gibt auch die Zwangsrekrutierung, ja, oder im Gefängnis ist man auch nicht so, ach ja, heute mal, sondern ich werde gezwungen, diese Organisation beizutreten für eine gewisse Zeit. Ja? Okay, der dritte Grund, warum Menschen in unseren Organisationen sind, ist die Zweckidentifikation. Das heißt, das, wofür diese Organisation steht, das feiere ich, das liebe ich, da will ich Teil von sein. Für diesen Zweck bin ich da. Und da bin ich auch bereit, die Toiletten zu putzen, weil es einen größeren Zweck gibt. Ja? Viertens, Leute sind bei uns dabei, weil Attraktivität, ich weiß nicht, ob ich mich verschrieben habe, der Aufgabe. Leute sind in unserer Organisation, weil es ihnen Spaß macht, das zu tun, was sie da tun können. Und fünftens, wir gehen es gleich dann nochmal durch, was es für uns heißt, ist Kollegialität. Ted. Das heißt, Leute sind da, weil sie die Menschen dort mögen. Okay?
So, was heißt es jetzt für uns, die wir jetzt mal, du kannst auch als Unternehmen denken, ja, aber wie kriegst du quasi Mitarbeiter? Wie kriegst du denn, dass Menschen dir folgen, dass sie deiner Organisation beitreten? Ja, wir gehen einfach mal komplett durch, was kannst du machen, ja? Punkt 1, da hast du natürlich im Unternehmen hast du da Möglichkeiten, ja, zu sagen, okay, wir zahlen sehr gut oder noch einen Boni oder einen Dienstwagen. In unseren Gemeinden und Kreisen ist es ja immer so, dass selbst die Leute, die bezahlt werden, können ja überall besseres Geld verdienen. Also wenn ich in der freien Wirtschaft wäre, würde ich halt einfach mal extrem viel anders verdienen wie jetzt. Ich mache das nicht wegen Geld. Das heißt, da können wir eigentlich nicht wirklich locken. Wann immer wir Menschen bezahlen, nur damit wir ihnen möglich machen, dass wir ihre Zeit kaufen. Aber du kannst ja überall besser verdienen als in so Organisationen, wo wir meistens unterwegs sind, oder? Ich weiß nicht, was man so meist verdient, aber genau. Zweitens Zwang. Da kann man natürlich auch nicht so gut nutzen, wird aber viel gemacht. Weil der Papa der Rangerleiter ist, müssen alle Kinder mit. Oder weil, also und plötzlich bist du da zwanghaft drin, weil irgendwie so, aber es ist nie ein guter Grund, weil sobald du da rauskommst, gehst du raus. Ja, also die beiden haben ja nicht viel Spielraum als Organisation oder auch als Kleingruppe oder als sowas auch immer. Der Zweck ist bei uns natürlich das allerstärkste Denken zumindest, wir Leiter. Wir haben so eine großartige Vision und dafür schlägt das Herz der Menschen. Ja? Und das ist, wo man natürlich Ehrenamtler geben ja ihre Zeit, ich meine, ihr macht das ja, ziemlich alle von euch sind ja klassisch ehrenamtlich in Gemeinden und so aktiv, man gibt ja seine Zeit, seine Energie, da steht man am Sonntag extra früh auf und warum macht man das eigentlich? Ich weiß nicht, ob du dich noch mal gefragt hast, warum du das überhaupt tust, ja? Warum gibst du dich da so rein? Meistens auch irgendwie, weil du sagst, ey, wir bauen das Reich Gottes und dann kann man genau runterbrechen, was unsere Organisation dazu beiträgt, aber da schlägt mein Herz für und so motiviert man Leute. Deswegen als Leiter, wir müssen immer den Zweck, unsere Vision, unser Wohin soll es gehen, hochhalten, weil das motiviert Leute. Und ich habe immer gedacht, das wäre der stärkste Grund. Und die Wahrheit ist, es ist es gar nicht. Gerade in Gemeinde ist noch schlimmer. Bei uns im Gebetshaus ist ja sehr eine Arbeits-, also im Gebetshaus sind die Leute, die sagen, diese Vision, der folge ich, da gehe ich hin. In Gemeinde ist man einfach, weil man irgendwie Christ ist. Ne? Und ich habe immer gedacht, klar, alle folgen wegen der großen Vision, aber ganz viele Leute sind voll dabei, wenn die Aufgabe attraktiv ist. Und je jünger die Leute werden, desto wichtiger wird der Punkt. Wenn es halt keinen Spaß macht, die Aufgabe, dann mache ich das auch nicht so gerne und committed. Und verrückt ist ja, dass es für jede Aufgabe Menschen gibt, die das gerne machen. Ist ja wirklich, ist erstaunlich. Aber was wir oft machen, ist, wir haben Aufgaben und stopfen Menschen dort rein. Und kurzfristig hilft dir das, weil du brauchst halt jetzt jemand am Multimedia sitzen, der jetzt klickt. Oder du brauchst jetzt halt jemand, der dessen jenes macht, ja. Und du stopfst Leute rein. Aber was da passiert ist, du entwickelst eine Kultur, wo Leute nicht in ihren Gaben aufblühen, sondern wo Leute benutzt werden, um es mal hart auszudrücken. Und dann sind sie in dem Job drin. Und dann hat man in unseren Organisationen oft auch so eine Kultur von, wenn du einmal was gemacht hast, dann kommst du auch nicht mehr raus. Und wenn du nach 15 Jahren den Kinderdienst aufhörst, wird gesagt, warum machst du es nicht mehr? Statt dass man dich bis zum Mond feiert, dass du 15 Jahre dich um die Kinder da gekümmert hast. Also natürlich, manchmal hat man Not und manchmal muss man auch Sachen machen, die einem nicht so passen. Aber lass uns viel mehr gucken, welche Leute habe ich und was machen die gerne. Und ich habe im Gebet, dass ich habe Leute, die machen Dinge gerne, wo ich sage, das wäre mein Albtraum. Und die freut das. Danke Gott jeden Tag dafür. Ja. Heißt es im Umkehrschluss, beziehungsweise richtig verstanden, meine erste Überlegung war so, ja, ich muss attraktive Aufgaben schaffen, aber im Umkehrschluss, das, was du gesagt hast, würde es ja heißen, wenn ich Leute suche, die genau das richtig machen, habe ich automatisch eine Attraktivität der Aufgabe. Ja, du kannst ja von zwei, also beide Sachen sind ja legitim. Du kannst sagen, wir wollen dahin, deswegen brauchen wir die Dinge, wer macht es? Ja? Und dann habe ich bestimmte Aufgaben und muss die Leute da reinfinden. Oder ich kann gucken, welche Leute habe ich, was können die, was machen die gerne und da verschaffe ich einen Raum. Und beides braucht man. Also zum Beispiel, dass ein Gottesdienst in der Gemeinde läuft, brauchst du bestimmte Jobs, dass die laufen. Ja? Das ist halt einfach so. Aber
ich liebe es, aber es ist vielleicht auch ein bisschen mein Chip, ich liebe es auch nicht alles nur sozusagen zu sagen, ich gebe vor, was genau wir tun, sondern wenn jemand kommt und sagt, boah, ich habe das auf dem Herzen, ja, das würde ich gerne machen, das ist doch ein Traum und dann schaffe ich dem Raum, das zu machen. Und ganz viele Leute identifizieren sich über Gemeindearbeit oder so, ja, auch weil sie da was Tolles machen dürfen. Okay, können wir eine Pause weiterreden. Fünftens, Kollegialität, das heißt Gemeinschaft. Und das ist ein extrem wichtiger Punkt. Wir leben in einer Zeit, wo auch wir viel weniger Freundschaften und Gemeinschaften und also wir haben 5000 Freunde und so weiter auf Facebook, aber wir haben, also ja, so dieses Familien sind oft nicht mehr so der Ort von zu Hause sein, du hast, wie auch immer, ja. Und Leute kommen in Gemeinde, weil sie suchen eigentlich Anschluss, sie suchen eigentlich Freundschaft. Und du denkst als Leiter, yay, yeah, die kommen alle, weil unsere Vision so toll ist, die kennen die nicht mal. Und da muss man ein bisschen, also für mich war das ein herber Schlag, aber muss man realistisch werden. Tatsächlich, die sind einfach da, weil sie gerne das machen und weil sie die Leute da mögen. Und ich will auch mal. Ja. Das war für mich ein Eye-Opener zu sehen, warum sind die Leute wirklich da? Vielleicht, wenn du nicht so der visionäre Leiter bist, dann bist du vielleicht nicht so geschockt, aber für mich war das echt der Schock, wenn man sich anguckt, also wer ist wirklich da, weil er sein Leben für die Vision geben will. Hier im ICF sind so viele da, weil es halt brutal gute Gemeinschaft hat. Warum kommen die zu einem Creative Team Night, ja, Abend, ja? Weil du kannst dich in coole Aufgaben reinbringen, kannst plötzlich da als Musiker, was auch immer, oder ja, und weil halt das eine Hyper-Gaudi ist. Das ist ein Social-Abend. Die wenigsten gehen hin und sagen, boah, wir wollen das Reich Gottes bauen, ich bin ergriffen von diesem Plan. Nein, es ist ganz egoistischer Grund, ich suche Freunde und ich will mich verwirklichen. Und das ist in Ordnung. Wir müssen ja mit dem arbeiten, was da ist. Und jetzt führen wir sie weiter. Okay, ich weiß, ich habe heute Brachialtheorie gebracht, ja. Manches geht auch an dir vorbei, weil das nicht deine Leidenschaftssituation da ist. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen ein bisschen größer denken. Und ab jetzt wird es sehr, sehr viel praktischer. Also für alle, die sagen, ich will umsetzen. David wird einiges sehr viel praktischer bringen und auch die nächsten beiden Samstage. Wer weiß, vielleicht auch nicht. Ich gehe aber davon aus. Und die nächsten beiden Samstage werden wir ganz, ganz viel wirklich praktisch. Hey, wie führe ich Menschen? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Und auch gucken, dass ihr in Aktion kommt. Weil ein gutes Leadership-Training ist ja nicht dann, wenn die Stimmung hier gut war, sondern wenn ihr rausgeht und eure Bereiche, eure Einflussbereiche, Menschen aufblühen und Reich Gottes gebaut wird. Und das wäre das Ziel.